Sie gelten ja als Mitbegründer des Dekonstruktivismus. Das stimmt, ja. Wie schwer ist es, wenn man sich einmal in dieser Schiene begibt, wieder rauszukommen, weil die Öffentlichkeit erwartet von einem das ja. Kann man da was anderes machen oder ist Dekonstruktivismus ohnehin das Beste? Nachdem ich glaube, dass Architektur kein Produkt ist, entwickelt sich auch die Formensprache und die inhaltliche Diskussion bei mir ununterbrochen weiter. Dass wir miterfunden haben, der Dekonstruktivismus hat mit Wien was zu tun und mit der Wiener Psychoanalyse, weil Dekonstruktivismus kommt von der, das Wort kommt aus der Sprache von Derridas Philosophie. Es heißt, hat nichts mit Zerstören zu tun, wie viele Leute glauben. Auch die, die angeblich auch Dekonstruktivismus machen, sondern es hat was mit der Behandlung des Unbewussten zu tun. Insofern sind wir mit dem Experiment, das wir Mitte der 70er Jahre begonnen haben, nämlich die Formensprache der Architektur zu verändern durch Einbeziehung des unbewussten Vorgangs in den Entwurf, also die Bewusstmachung des unbewussten Vorgangs im Entwurf, sind wir dieser Definition sehr nah. Das Wichtige ist, dass das Erlebbare in der Architektur bei unseren Entwürfen, also die Lebendigkeit der Architektur, immer im Vordergrund steht, in welcher Ausformung auch immer. Bereitest du Studenten um irgendwas? Heutiger Studenten? Na, das spät aufstehen gerne. Ich denke mir oft, wie würde Corbusier mit diesen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, entwerfen. Und das, was die Studenten heute machen, das können sie bei uns im Büro anschauen, zum Teil schon gebaut anschauen, so, oder bei der Saha. Also das, was ihr macht, wird schon gebaut. Großer Nachteil, ganz großer Nachteil. Seid ihr ein bisschen hinten nach. Die Dinge, die wir damals gezeichnet haben, waren bis heute unbaubar, als unbaubar verschrieben. Sowas nie im Leben. Gezeichnet hat es das alles schon gegeben. Also warum sollten die Studenten beneiden? Ich glaube, ein großer sich immer in jeder Generation wiederholender Fehler ist, dass man als junger Architekt glaubt, dass man das Rad neu erfinden muss. Das ist vielleicht am Anfang der ersten Jahre oder das erste Jahr eine Herausforderung, aber dann setzt sich schon die Cleverness durch, dass man weiß, dass es das schon gibt und man sich auf andere Dinge konzentrieren kann. Das ist übrigens ein irrsinniger Nachteil einer Ausbildung, dass man keine Querbezüge zu bestehenden oder schon gemachten Dingen herstellt oder herstellen kann, damit die Studenten auf diesen Dingen aufbauen können. Dann können die Studenten sozusagen auf unsere Schultern steigen, so wie wir auf die Schultern vom Corbusier gestiegen sind und das weiterentwickelt haben. Nur so kann es entstehen. Wenn wir die gleichen Ausgangspunkte haben wie ihr, dann seid ihr 40 Jahre zurück sozusagen. Ja? Dann müsst ihr das Ganze noch einmal machen, ist doch idiotisch. Man kann ja auf diesen Ideen aufbauen und die weiterentwickeln. Wie schaut Ihr Alltag heute aus? Entwerfen Sie noch viel? Aber nicht im konventionellen Sinn mehr. Nicht mehr so wie früher. Erstens glaube ich, dass, und deswegen halte ich diese Selbstständigkeit, der Traum der Selbstständigkeit für einen Traum, der mit der Realität dann nichts mehr zu tun hat. Und zweitens glaube ich, dass heute Teamarbeit viel wichtiger ist, als es früher war. Der Einzelne, jetzt sage ich mal, einzelne Architekt, der allein
alles erfindet und alles im Griff haben will, landet dann früher oder später am Nachtkasteltisch, wo er seine Zeichnungen mit der Hand aufmalt und kein Mensch nach diesen altvorderen Dingen sich umdreht. Natürlich gibt es irgendwann einmal einen Spieler, der besonders gut das Spiel antizipieren kann. Der ist dann der Kapitän oder von mir aus auch der Trainer. Aber Teamarbeit, um ein Problem zu lösen, ist, glaube ich, die einzige Arbeitsform der Architektur der Zukunft. Also selbstständig alleine durch die Gegend wandern, halte ich für ein total romantisches, überkommenes Falschbild. Genauso wie kein Mensch weiß, wie viel einem wirklich der Wettbewerb kostet. Wenn das die jungen Architekten wüssten, dass sie sich durch 5 Wettbewerbe wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre verschulden, dann würden sie nicht immer schreien nach Wettbewerben, sondern eher im Team, in einem größeren Büro einmal sich ausprobieren und Erfahrung sammeln. Also wenn man aus der Schule kommt, ich weiß, das hören die jungen Leute nicht gerne, habe ich auch nicht gern gehört, dann weiß man noch gar nichts. Also ich habe fast nie den Spagat zum Fußball gemacht. Also ich habe in einem Interview gesagt, oder Sie vergleichen Ihre Teamstruktur oft mit dem FC Barcelona. Ja. Wer ist der Gegenspieler? Wer ist Real Madrid? Die Kommissionen, die Auftrag, die Aufträge geben. Oder, kann ich anders sagen, das Problem. Ich war fasziniert von der neuen Fußballtheorie, die von Barcelona ausgegangen ist, nämlich das Aufbauen. Kann man ja wirklich gut vergleichen, das systematische Aufbauen des Spiels kann man vergleichen mit dem Studium des Kontexts, des Programms und dann ein Zerstören des Aufbauens, um unvorhergesehene Situationen zu schaffen, kann man mit einem total innovativen Entwurf vergleichen. Sie sind ja schon seit Jahrzehnten in der Architektur. Ja, 40. Also 4 Jahrzehnte. 4 und ein bisschen was. Versiegt irgendwann der Brunnen? Das ist ein Kreativitätsbrunnen? Nein, das nicht, aber die Lust lässt nach, wenn, so wie jetzt momentan, das wird sich alles erleben, die Verantwortung des Architekten immer größer wird und das Recht des Architekten immer kleiner. Das heißt, wir sind wie Sardinen im Haifischbecken der Investoren und haben aber nicht die Schwarmintelligenz von den Sardinen. Also wir sind leichte Beute. Und das wird von Tag zu Tag schlimmer. Wie ihr euch dagegen wehrt, das möchte ich noch sehen. Also was verlangt dann fast einen sehr selbstbewussten Architekten? Wie narzisstisch fast muss er oder soll er Architekt sein? Na, selbstbewusst muss er schon sein, weil sonst wird er ja zum Erfüllungsgehilfen von irgendwelchen Schnöseln. Ist Narzissmus angebracht? Naja, Narzissmus ist die übertriebene, das ist ja Eitelkeit. Das finde ich blöd. Du musst überzeugt sein von dem, was du machst. Aber du musst nicht eitel sein und glauben, dass du der Beste und der Schönste und überhaupt der Größte bist. Das ist idiotisch. Es geht darum, auf dem Gebiet der Architektur was weiterzubringen, also die Grenzen zu erweitern. Pushing the envelope ist ein herrlicher Ausdruck dafür. Das denke ich schon, dass man das nach wie vor immer wieder probieren muss. Ja, und schon zur Abschlussfrage. Haben Sie irgendwelche Ratschläge für Ja, sich nicht wie Lemminge zu benehmen, sondern wirklich daran denken, dass Architektur eine kulturelle Leistung ist, die mehr beinhaltet als nur Bauen.
lasst euch nicht einreden, dass Architektur ein Produkt ist. Weil dann werdet ihr austauschbar. So wie die Produkte kommen und gehen, werden auch die Produktdesigner, also die Architekten, dann kommen und gehen. Das wäre ganz schlecht.